Salam alaikum Markus, haben Sie gesehen, dass Sie für United Team von No Hand Gaming als Starspieler nominiert wurden? Oh, bitte entschuldigen Sie, was meinen Sie? Hier ist Tim Lautern, von wem wurde nominiert? No Hand Gaming. Von wem? No Hand Gaming. Yeah! Sind Sie bereit, für ihn abzuliefern? Geben Sie ihnen eine Chance. Ich habe eigentlich nicht vor, den Club zu wechseln, aber ich möchte gern bei Mourinho bleiben. Aber ich werde ihm zwei Spieler eine Chance geben. Jose, was sagen Sie dazu, dass Rashford den Verein verlassen möchte für No Hand Gaming? I prefer really not to speak. Sorry. Ich weiß auch nicht, was da bei dem Intro gerade in mich gefahren ist. Eigen! Ich hab da Eigen gezogen! Question is, what is a question? Es ist mal wieder Zeit. Und danke, dass ich mal wieder dabei bin. United steht wieder an. Und zwar United Future. Die Regeln sind dieses Jahr eigentlich ganz einfach. Du darfst einen Spieler nehmen, der maximal 23 Jahre alt ist. Und du darfst keinen Spieler in dein Team einbauen, den ein anderer der Teilnehmer als Starspieler hat. Die restlichen Regeln sind wie sonst. Ich blende sie euch hier nochmal ganz kurz ein. Drückt Pause, um sie euch kurz durchzulesen. Aber ich bin mir sicher, ihr habt es bei den anderen meistens schon gesehen. Und wenn ihr wirklich neu seid, dann lest sie euch kurz durch. Ich freue mich riesig, wieder Teil vom Turnier zu sein. Danke, Broski. Und wirklich, muss man einfach mal sagen, das Turnier ist dieses Jahr wieder sehr, sehr geil organisiert. Und mit geilen Partnern. Taui, Leute. Sorry, das hatte nichts mit den Partnern zu tun. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr endlich mal aus der Gruppe... Nee, scheiß dran. Wir machen das Beste draus. Es gibt natürlich dieses Jahr auch wieder ein Community-Upgrade, Freunde. Und dazu werden wir YouTuber uns natürlich wieder betteln, jeder die besten Videos und die besten Intros zu machen. Und ja, das braucht immer sehr viel Arbeit, aber ich glaube, das ist auch immer ein riesig geiler Part von United. Und wenn euch das Video gefällt, supportet das mit einem Daumen nach oben für die erste Folge, wenn wir hier wirklich, ich weiß, es ist wahrscheinlich asozial peinlich, wenn ich jetzt 30.000 sage und wir schaffen es nicht, aber ich würde mich riesig freuen, wenn ihr alle einfach das Video liked, um zu supporten, Freunde. Und liked auch ruhig bei den anderen durch, Leute. Liked nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen, die geben sich auch alle Mühe. Das hilft uns allen sehr, sehr weiter. Auch wenn wir das am Ende nicht gewinnen, das zeigt uns trotzdem, dass euch das Turnier mega gut gefällt. Und wie jedes Jahr starten wir rein mit einem Silberteam. Und das ist das, was wir hier zusammengebaut haben im Stream. Und ich muss euch sagen, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, ich nehme das jetzt gerade nach der Folge auf. Spieler lassen sich echt gut spielen. Wir haben rechts die Bundesliga-Seite und links die Premier League-Seite, ganz einfach. Und wir haben diesen Mann. Ich glaube, das Team ist ganz, ganz nice. Ich weiß, ihr kennt euch alle besser aus mit Silberspielern als ich. Deswegen haben wir es auch im Stream zusammengebaut. Und ich glaube wirklich, dass wir damit doch den einen oder anderen rasieren können. Dann würde ich sagen, wir gehen rein ins erste Spiel. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin ziemlich lost gerade. Und ansonsten viel Spaß mit der ersten Folge von United. Rashford, bitte rasier die zwei Spiele und gib mir eine Chance, Digga. So, dann gehen wir mal rein in die Dreckige, ne? Null Spiele, alle null Spiele, Rashford, null Spiele. Let's go, baby. There we go. Ist das jetzt Weekend League oder ist das Divisionsrivalitäten, meine Freunde? Ach so, die Verteidigung kenne ich ja irgendwo her. Hier. Wir haben doch hier den Main Man. Oh. Ja, also ich habe schon das Gefühl, weil ich hier als letztes aufnehme, macht es das Ganze jetzt nicht einfacher. Also ich sag's, es fühlt sich jetzt nicht unbedingt nach der Division an, in der ich hier gerade spiele, aber... Es könnte sich natürlich auch um einen miesen Zufall einfach nur handeln, ne? Es sollte schon möglich sein, hier ein Tor zu schießen. Der Mann ist sehr, sehr offensiv unterwegs.
Und jetzt, da bist du doch! Zu. Diese Unise starten hoffentlich. Ist halt assi offensiv der Gegner, Digga. Oh mein Gott! Der war so schlecht. Let's go! Ja, immerhin trifft der richtige Mann. Es gibt immerhin ein paar Coins hier, Freunde. Der Mann ist so gut mit seinem schwachen Fuß unterwegs. We will be very good friends, my friend. Hey, kennt ihr das, wenn ihr so furzen müsst und ihr habt schon irgendwie ein bisschen Selbstangst vor eurem Furz, aber irgendwie wollt es auch riskieren und wollt wissen, ob der wieder genauso stinkt wie der andere Furz gerade eben davor. Zoom. Und dann furzt ihr und es ist richtig eklig. Richtig hardcore eklig und ihr würdet am liebsten kotzen. Aber ihr wisst genau, Alter, auch irgendwie geil, was ich da gerade veranstaltet habe. Aber dieser Rashford fühlt sich so unlogisch gut an. Es ist so krass, wie gut der sich anfühlt, Digga. Der fühlt sich an wie Ronaldo Prime gerade in dem Game. Kein Joke. Und da bist du doch. Da bist du doch, mein Schatz. Wir müssen uns noch einen guten Jubel für Rashford aus überlegen. Einen guten Rashford-Jubel brauchen wir noch, Chat. Chat, ich sag immer, Chat, ich muss mir das abgewöhnen, Mann. Von Bebu. Ich will ja nicht, dass du da vorne irgendwie Depression kriegst und keine Tore machen darfst. Ich lass doch die anderen Tore machen. Wisst ihr, was ich meine? Bei uns ist es ganz wichtig im Verein. Das Wohlfühlerlebnis ist ganz, ganz wichtig bei uns, Chat. Chat, ich muss es mir abgewöhnen, Mann. Hey, ja, egal, scheiß drauf. Wir haben viele Tore geschossen, von daher bin ich richtig happy drüber, wirklich. Wie schnell sich dieser Rashford bewegt. Also ich glaube, es liegt auch gerade einfach an der Uhrzeit, wo ich aufnehme. Dass das Spiel gerade nicht so belegt ist, würde ich es jetzt einfach mal betiteln. Und dadurch die Connection sehr, sehr gut ist. Aber wie dieser Rashford in diesem Spiel bewegt, das habe ich noch nie in der Champions Foot. Ach, scheiße, Malaga. Ein Glück habe ich ja Rashford da vorne. Ich wollte gerade sagen, das ist der schlimmste Pass der fucking Welt gerade. Und das gibt nochmal extra Coins, Baby. Vamos. Gegner Nummer 2. Sei Papi Juro. Reini, der spielt und der andere auch. Wir haben jetzt echt viele Coins, glaube ich, was ich gerade zusammengerechnet habe. Eigentlich reicht es sogar schon fast, nichts zu verlieren. Also, let's take a look what we gonna get and where we gonna go. Man muss halt auch manchmal versuchen, wisst ihr? Who not try, will not win. My grandpa always say. Und nun ist Zeit zu laufen. Ist Zeit zu laufen, Rashford. Und dann mal auch mit dir werde ich Spaß haben. Mit dir werde ich Spaß haben, mein Schatz, du Bernie. Aber ich muss asozial kacken, Digga. What? Was? Ja, lolle. Ich guck mal hier. Machen wir das alles viel zu kompliziert. Hab ich gesagt zu kompliziert? Ich meinte, früher, da war ich ein Schafshirt. But I'm not a rapper. Komm schon, Bebu, Baby. Oh Mann, komm schon, EA. Warum denn? It goes doch. Mann. Also klar, ey, ich nehme die Coins mit. Ich habe gesagt, Hauptsache nichts verlieren. Aber das ist hier schon wieder, also... Ja, komm. We take the coins. We not heuling. It's easy. First round. No problem. Und jetzt schaut euch mal das an.
Ay, Papi Churro. Und den Hater, weil ich zu spät schieße, Malaga. Sehr schön. Aber Becker. Becker kann. Ach, Mann. Manchmal muss man halt Vertrauen zeigen, Benji. Manchmal muss man halt Vertrauen zeigen. Lass den Mann doch auch mal schießen. Sehr schön. Sehr schön, Rashi Rashford. Alle drei Tore, oder? Ich glaube schon. Zu. Vamos, Bibu. Und komm, das wird. Nee, wird er nicht machen. Der will seine Spieler spielen. Wird er nicht machen. Ist auch nicht so schlimm. Machen wir noch ein, zwei Tore. Genau, nimm mal noch mit. Elfmeter. Rote Karte für ihn. Er will doch nur, glaube ich, seine Karten freispielen und muss in der 85. rausgehen, weil er rot kriegt. Hey, die 100, sind es 150? 150 K nehme ich auf jeden Fall noch mit. Drei Tore von Rashi. Gab es ein Gegentor? Ich glaube schon, ne? Ja. Egal, also sind genau 300 K, oder? In der Folge, ich glaube schon, genau. Also haben wir echt viel, viel mehr rausgeholt, als ich gedacht habe. Aber da hat man nochmal gesehen, der Gegner war im Grunde viel schlechter als der erste. Konnte nur ein bisschen besser verteidigen. Und da war es direkt viel schwerer. Aber ich nehme es auf jeden Fall mit, Freunde. Und dann muss ich jetzt mal abchecken, was denn so hier eigentlich pipapo zu ist. Das ist Statproof, ne? Hier Rashford, 2 Spiele, 9 Tore. I like it. Also der Typ lässt sich jetzt wirklich in den ersten beiden Spielen spielen wie ein Gott. Ein absoluter Gott. Ich rechne jetzt mal... Ich rechne zusammen, was wir alles haben. Und dann schaue ich mal, was für Spieler hier wir zur Auswahl stellen, Robert, ne? Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich mein United-Team in irgendeine Richtung überhaupt bauen soll. Salam alaikum, alaikum salam. Ich will gar nicht großartig quasseln. Wir gehen rein in die Spielerauswahl und die ist sehr interessant. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß es selbst nicht. Ihr müsst entscheiden. Wenn ihr euch für Di Maria entscheidet, dann kommt wer mit ins Boot? Entscheidet ihr selbst. Wenn ihr euch für Rooney entscheidet, kommt wer mit ins Boot? Müsst ihr selbst entscheiden. Kulusevski, Lozano oder Bobby? Nein, ihr merkt schon, ich will eigentlich drauf hinaus, einen Mittelfeldspieler und einen rechten Flügelspieler hier zu haben, Freunde. Also, stimmt den ganzen Bums ab. Aber wie funktioniert das eigentlich dieses Jahr? Gibt's noch diese Karten oben rechts? So, ihr müsst also einen Kommentar schreiben, Freunde. Schreibt einen Kommentar, Freunde. Welchen Spieler soll ich nehmen? Und dann sehen wir uns am Samstag Vormittag zum nächsten Video, Freunde. Ich freue mich sehr. Und ansonsten, ja, lasst gerne ein Abo da auf dem Kanal. Wenn das Video online kommt, sind wir gerade wahrscheinlich noch nicht live, aber wir sind heute Abend auf jeden Fall live auf twitch.tv/nohandgaming YouTube. Schaut rein. Und dann, ja, mich würde sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst für die Dingsbums-Community-Funktion. Auch wenn wir sowieso keine Chance haben gegen Elias, den alten Start. Aber like trotzdem gerne, würde mich sehr freuen. Bis dann, wir sehen uns. Bis Freitag oder auf Twitch, Freunde. Ciao bella, mi amore.